Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. So, wir haben uns jetzt nach Flonea durchgekämpft, wo wir ja als allererste Station machen sollten, was uns mit Umwegen auch gelungen ist. Wir sind ja schiffbrüchig gewesen und wollen hier jetzt mit dem hiesigen Lord sprechen. So ein bisschen haben wir das Gefühl, dass da was im Busch ist, weil zum Beispiel die Stadt wird seit dem neuen Lord nicht mehr von Monstern angegriffen. Der neue Lord hat aber auch eine seltsame, ganz besondere Stadt für alle möglichen Leute, die keine Familie haben und sonst keinen haben, der sie vermissen könnte, geschaffen. Das könnte vielleicht zusammenhängen. Wir wissen es nicht, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Sprechen wir mal mit dem Lord. Willst du mit uns reden? Nein. Seine Lordschaft ist im nächsten Raum. Ich bitte euch darum, dass ihr euer Bestes tut, keinen Ärger zu verursachen. Wir gucken uns erstmal links und rechts um hier. Hier ist nichts. Okay. Dann ist das der nächste Raum. Seine Lordschaft. Der hat aber große Patscher. Ja, willkommen. Meine Soldaten haben mir die Situation erklärt. Also bist du das nächste Opfer? Ja, ich bin Setzner. Mich hat die Kunde erreicht, dass euer Schiff gesunken wurde und ich habe das Schlimmste befürchtet. Ich bin erleichtert, euch sicher hier zu haben. Hier zu sehen. Vielen Dank. Es gibt keinen Grund, mir zu danken. Verglichen zu Monstern sind Menschen schwache Kreaturen. Daher brauchen sie Schutz. Als Opfer musst du dein Leben geben, um das komplette Land zu beschützen. Als Lord dieser Zitadelle muss ich arbeiten, um meine Leute zu beschützen. Obwohl der Unterschied in ihrem Ausmaß enorm sein mag, spielt jeder von uns eine wichtige Rolle. Ja, das ist wahr. Wie das Glück so spielt, haben wir ein flugbereites Luftschiff hier. Ich werde dafür sorgen, dass du so nah wie möglich zu den letzten Landen gebracht wirst. Vielen Dank für eure Freundlichkeit. Jedoch, bestimmte Umstände hindern mich daran, das Schiff sofort loszuschicken. Ich fürchte, ihr müsst noch ein wenig warten. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Akash, der Schiffsoperator, würde ich jetzt mal sagen, oder der Schiffskapitän, ja, wird vermisst. Das Schiff kann nicht ohne ihn geflogen werden. Er ist ein sehr fähiger Mann, aber ein schwieriger. Wo zum Donner könnte er sich versteckt haben? Meine Leute werden ihn trotzdem finden. Sobald sie das getan haben, werde ich das Schiff für eure Weiterreise fertig machen lassen. Bis dahin macht es euch hier in der Stadt gemütlich. Der letzte Lord war dumm. Ein dummer und inkompetenter Mann. Er hat viele schlimme Fehler begangen. Und wer muss die Konsequenzen dieser Fehler ausbaden? Die Leute der Stadt natürlich.
Okay. Da scheiden sich die Geister, habe ich den Eindruck. Ihr Schiffsoperator ist verschwunden, hä? Ich hoffe, nichts Schlimmes geht vor sich. Schlimm? Es ist nun eine Weile her, seit wir uns auf den Weg gemacht haben. In der ganzen Zeit haben sich die Monster vermehrt und werden immer gewalttätiger. Ich hoffe, wir müssen nicht schon wieder einen anderen Weg finden, um unsere Reise fortzusetzen. Verdammt, du bist... Boah, recht pessimistisch, oder? Wir müssen einfach nur alles dafür tun, dass das nicht passiert. Lass uns nach Akash suchen oder lass es uns bequem machen. Egal, was ich wähle, werden wir wahrscheinlich nach Akash suchen. Weil ich habe nachgeschaut, die ganzen Entscheidungen bringen im Grunde gar nichts. Es gibt tatsächlich Stellen, wo sie einen Unterschied machen. Aber die sind sehr selten. Ich glaube, es gibt nur eine Stelle sogar. Von daher ist das hier einfach nur Rollenspiel. Dann lass uns mal nach Akash suchen. Ja, gute Idee. Es ist besser, als hier rumzuwarten. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie wir nach einem Schiffsoperator suchen sollen, den wir nie getroffen haben. Ich gucke, glaube ich, mal Shipwright nach. Ich glaube, das werden wir öfter brauchen. Okay, ich lag ein bisschen daneben. Es ist ein Schiffsbauer. Ein Schiffsbauer. Muss ich mir merken. Aber wenn wir auch nur einen Hinweis finden können, könnte uns das helfen, unsere Abreise etwas zu beschleunigen. Lass uns ein bisschen herumfragen und schauen, ob die Stadtbewohner wissen, wer Akash sein könnte. Wo Akash sein könnte. Ja, du hast recht. Irgendwer könnte etwas wissen. Also lass uns in der Stadt umschauen. Ein Shipwright. Right. Ein Schiffsbauer. Schiffsbauer. Gut, wir müssen jetzt nochmal mit den Leuten reden und gucken, ob jemand was weiß. Okay. Akash, der Schiffsbauer, hä? Huh? Du solltest in Tenderville herumfragen. Dort gibt es einen Gentleman, der sehr genau Bescheid weiß. Daher sollte er sehr genau wissen, wo Akash ist. Okay, also in dieses Dorf runter. Menschen mit keinen lebenden Verwandten. Menschen, die ihr Heim verloren haben. Tenderville ist ein Ort, wo Leute hingehen können, die... wo Leute Frieden und Sicherheit finden können, die sonst nichts haben, wo sie hingehen könnten. Ah ja, das ist dieses komische Dorf, genau. Das hatte ich ja schon gesagt. Akash, der ist Schiffsbauer? Es tut mir leid, ich weiß nicht besonders viel über ihn. Außer der Tatsache, dass er ein wenig exzentrisch ist. Wenn du ihn hier nicht finden kannst, wie wär's, wenn du dich in Tenderville umschaust? Ich glaube, Tenderville war südlich von hier. Dann schauen wir mal in Tenderville. Obwohl, nee, aus dem Süden komme ich ja, oder? Siehst, glaube ich, immer, Tenderville ist im Süden? Nee, hier komme ich her. Oder war es Osten? Egal, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, wo ich hier hinlaufen könnte. Oh, da blinkt's. Eine Königszwiebel. So, wo ist... Bist du Tenderville? Snow Cabin. Okay, eine Schneehütte. Wo soll denn Tenderville sein? Und das sind Wälder. Wenn ich hier wenigstens ein bisschen Gummi geben könnte, aber nee. Gehen wir mal hier hin. Schauen wir uns das mal an.
eine Sauna und ein nackter Mann. Ach du Scheiße. Genau wie die Monsters haben die, die sonstigen Störungen auch viele Probleme für die Menschen verursacht. Ist das eine Art Prüfung? Eine Art Test der Stärke der Menschheit? Oder ist es ein Vorzeichen des Untergangs? Ich bete jeden Tag. Ich bete, dass die Monster und die Störungen nicht hier sind, um der Menschheit Zerstörung zu bringen. Joa, in der Sauna nackt zu beten, ist ein nettes Hobby, muss ich sagen. Oh, ein Topf. Mehr ist hier nicht? Okay. Also wenn wir mal auf unseren Reisen Lust haben, nackt in einer Sauna zu beten, wissen wir, wo wir hingehen können. So, wir suchen immer noch Tenderville. Könnte es denn sein? Weil hier sind wir hergekommen, oder? Das sind diese Eishöhlen, die Frost Caves, genau. Oder ist das innerhalb der Zitadelle irgendwas? Ich hab's mir vom letzten Mal nicht gemerkt. Da haben sie, glaube ich, gesagt, wo die Stadt ist. Wo könnte Tenderville sein? Hat er das gerade gesagt, hier am Brunnen? Tenderville. Ich frage mich mal, wo meine Frau hingegangen ist. Ja, keine Ahnung. Ob ich Akash, den Schiffsbauer, gesehen habe? Ha! Du wirst ihn nicht arbeiten sehen, das kann ich dir flüstern. Ich wette, er wandert hier irgendwo herum, dieser faule... Tu nicht gut. Good for nothing. Tu nicht gut könnte, ja. Nichts nutz. Vielleicht ist das auch Tenderville, hier vor der Zitadelle einfach. Okay, den hatten wir auch schon mal. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass dieses Tenderville halt eigentlich... Jetzt gibt mir natürlich keine Auskunft hier. Oh. Es ist verschlossen. Akasha, der Schiffsbauer? Nee, Akash, ne? Ich glaube, ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Das hat mir nicht weitergeholfen. Nee, momentan nicht. Aha. Du suchst nach dem Schiffsbauer? Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich ihn schon länger nicht mehr gesehen. Hast du es in Tenderville versucht? Wenn du ihn dort nicht finden kannst... Nee, wenn du ihn hier nicht finden kannst, dann ist das der Ort, wo du vielleicht suchen solltest. Ja, sag mir doch einer, wo das ist. Ach, hier geht's auch raus. Guck mal. Es ist verschlossen. Wo ist Akash, der Schiffsbauer? Ich würde das selbst gerne wissen. Hier ist aber verschlossen. Das ist doch doof. Vielleicht geht's da nach Tenderville. Daddy Snowman. Daddy Schneemann, Mama Schneemann stehen im Schnee. Schön. Schönes Lied. Toll. Machst du super, Kind. Du suchst nach Akash, dem Schiffsbauer, sagst du? Wenn du vorhast, ihn etwas zu fragen, solltest du das besser vergessen. Er ist ein seltsamer Mann. Er wird auf keinen hören, außer seinem ehemaligen Lord. Ja, ich bin's nicht. Akash, der Schiffsbauer? Ich habe ihn in letzter Zeit nicht in der Nähe des Hafens gesehen, jetzt wo du es erwähnst.
Vielleicht hat er wieder eine Auseinandersetzung mit seiner Lordschaft. Okay. Ah, ich wünschte, ich könnte in Tenderville wohnen. Ich würde den ganzen Tag schlafen. Ha, oh, Schiffsbauer? Was ist denn schon wieder ein Schiffsbauer? Akas, der Schiffsbauer? Nein, ich habe ihn nicht gesehen! Wie wär's, wenn du die Wache am Eingang der Stadt fragst? Warum schreit der? Aber das ist eine gute Idee, die Wache am Stadteingang zu fragen. Lord Avalo hat uns Befehl gegeben, Akash den Schiffsbauern zu finden. Wenn er nicht innerhalb der Stadt gefunden werden kann, schätze ich, dass er nach Tenderville aufgebrochen ist. Aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Daher weiß ich nicht, was ich tun soll. Tenderville ist nördlich von hier, durch die Maisley-Wälder. Mein Schlittenwald? Ich glaube nicht. Bitte pass auf und achte auf Monstern in den Maisley-Woods. Ah ja, okay, jetzt wissen wir es. Wir müssen doch durch diese Wälder. Gut, haben wir es rausgefunden. Das nervt wirklich, dass du so extrem langsam auf dieser Weltkarte unterwegs bist. Das ist wirklich abartig. Gut, dann müssen wir hier durch die Wälder, aber ich speichere vorher nochmal. Mal schauen, was hier so rumkreucht. Was bist du, ein Puschelhase? Hallo, Puschelhase. Stimmt, ich kann ja jetzt den HP-Balken von denen sehen. Autsch! Nicht nett. Momentum-Kill. Warmes Ohrenfell. Okay, das nehmen wir jetzt mal so hin. Mist, wir müssen da durch. Na gut. Warmes Ohrenfell. Au. Yaruzo. Yaruzo. Ach, Mist. Exakter Kill. Exakte Tötung. Ui. Buschiges Ohr. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht hinterher genug neue Zutaten haben, um da neue Sprit Knights zu kriegen. Das sind ja noch mehr Puschelviecher. Ach du Schande. Ach, guck mal da. Bist du der Schiffsbauer? Schau, der kleine Junge. Er wird von Monstern angegriffen. Ach Gott, so ein paar Zahnpinguine. Was macht so ein kleines Kind an einem Ort wie diesen? Ach, so ein paar Zahnpinguine. Was, nur einen erwischt? Ne, das ist ja irgendwie nur... Muss ich eigentlich noch schon heilen? Nee, eigentlich nicht. Puh, danke. Das war wirklich knapp.
Was ist los? Hast du dich verlaufen? Verlaufen? Nein, ich bin auf einer Reise. Eine Reise? Wohin gehst du? Zu den letzten Ländern. Okay. Oh, wow. Weißt du eigentlich, was die letzten Länder für ein Ort sind? Sie sind definitiv kein Ort, wo ein Kind alleine hinreisen sollte. Jetzt hört schon auf, mich ein Kind zu nennen. Mein Name ist... Kier. Nö, Kier nennen wir Kier. 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 Jetzt hört auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln, okay? Tut uns leid, Kier. Wir gehen auch dorthin, zu den letzten Ländern. Wirklich? Dann werde ich mit euch kommen. Hey, warte mal eine Minute. Was denkst du, was das hier ist, Kit? Warte. Wir müssen ihn zumindest irgendwo hinbringen, wo es sicher ist. Wir können ihn nicht einfach hier lassen, oder? Mach, was du willst. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wieso nicht? Dann mach, was du willst. Danke. Du siehst ziemlich gruselig aus mit der Maske und so. Aber ich denke, du bist eigentlich ein ziemlich netter Typ. Okay, dann wird Kier uns für eine Weile begleiten. Oh, ein Glück, dass ihr das versteht. Außer der alte, wie soll ich denn das übersetzen? Stockarsch hier? Keine Ahnung. Nicht ganz so vulgär. Kier ist seiner Party beigetreten. So, dann müssen wir wahrscheinlich auch hier langlaufen. Was kann Kier denn? Kann der Spirit Knights? Oder kämpft er gar nicht mit mir? Der kämpft gar nicht mit mir. Der ist zwar dabei, aber er ist auch nicht dabei. Okay. Eulen? Versteinerung? Oh shit. Nee, das ist gar keine Eule. Aber ich werde es trotzdem angreifen. Auf der Stelle. Ich bin von Vögeln... Oh! Ein Heile-Papagei. Ein White Flapper. Okay. Ein weißer Flatterling oder so. Hi. Jetzt! Ja, also. Hi. Hä? Na gut. Heil dich einfach mal, besser ist das. Au! Hi. Jetzt! Was seid ihr so brutal? Yarzo! Hi. Ach nö, die rufen ja Verstärkung! Yes. Ei, ei. Hi. Jetzt! Dann aber schnell drauf da. Hi. Jetzt! Mist! Geh schon kaputt. Rufen die hier Verstärkung? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, hier geht's raus, oder? Ja, das sieht gut aus. Gut, und das dürfte dann besagte Stadt sein. Ich würde sagen, es ist schon wieder spät. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter in dieser Stadt. Wir sind jetzt hier durch den Wald. Wir haben Kier zumindest dazu gewonnen. Naja, gewonnen haben wir ihn noch nicht. Er ist ja nicht in unserem Team. Aber wir werden schon sehen. Wir werden schon sehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Auf.